der CSU im Wahlkampf. Wer allerdings Södermachts.de in seinen Browser eingibt, landet hier. Auf einer Seite der bayerischen SPD. Dort aufgelistet Gründe, warum man die CSU nicht wählen sollte. Söder macht's. Kreuze in staatlichen Einrichtungen aufhängen, obwohl Kirchenvertreter und christliche Jugendorganisationen das für ein Signal der Ausgrenzung halten. Ertrinkende Menschen im Mittelmeer als Asyltouristen bezeichnen. Die CSU hatte offenbar versäumt, sich die Internetadresse zu sichern. Das nutzte die SPD und dafür wird sie im Netz von vielen gefeiert. Großartig. Solche Aktionen mag ich. Stark, Bayern-SPD. Juristen haben allerdings Zweifel, ob die Aktion wirklich legal ist, denn es handele sich um eine Namensrechtsverletzung, weil die Internetadresse den Namen eines anderen trägt, nämlich den von Söder. Juristisch hat die CSU hier gute Karten, gegen die Registrierung der Domain vorzugehen. Ob das allerdings auch politisch gewünscht ist, das steht natürlich immer auf einem anderen Blatt Papier, denn es könnte natürlich wie ein schlechter Verlierer aussehen. Unterdessen tut die CSU die Aktion als Klamauk ab und antwortet so. Das ist der Unterschied zwischen uns und der SPD. Söder macht's, die SPD macht nix.